Gut, dass diese Schmuckstücke im Goldschmiedehaus Hanau hinter Glas gezeigt werden. Denn die Exponate aus Indien verleiten einfach dazu, die Hand auszustrecken. Über 300 Ausstellungsstücke sind in Hanau zu sehen. Zusammengetragen hat diesen Volksschmuck Waltraud Ganguly. Die Schmuckexpertin studierte in Heidelberg Medizin und sie heiratete zu Beginn der 70er Jahre einen Inder. Seit 1995 unternahmen die beiden 15 Forschungsreisen nach Indien, immer im Visier den vielfältigen Schmuck des Landes. Ja, da kann es gelegentlich schon einmal passieren, dass sie noch mal 3500 Kilometer in ein Dorf fährt, weil sie weiß, dass es dort eine Frau gibt, die genau diesen Schmuck, den sie vorher bei dem Goldschmied in einer ganz anderen Gegend gesehen hat, getragen wird. Und das ist für sie auch das Faszinierende, die Frauen mit dem getragenen Schmuck zu porträtieren und zu zeigen, dass dieser Schmuck bis heute noch getragen wird. Es ist wichtig zu wissen, dass der Schmuck in Indien nicht wie bei uns vererbt wird von Generation zu Generation. Wenn eine junge Frau heiratet, dann lässt sie ihren eigenen Schmuck anfertigen. Dazu wird nicht selten der Schmuck, der aus der älteren Generation stammt, eingeschmolzen und das Material wieder genutzt bzw. vom Verkaufspreis neuer Schmuck erstellt. Auch Nasenringe sind ein unverzichtbarer Teil des Brautschmucks, vor allem in Nordindien, wo die Ringe verhältnismäßig groß sind. Im Süden des Landes werden eher die kleineren Modelle getragen. Jeder Schmuck in Indien hat eine gewisse Symbolik und Bedeutung und zum Beispiel der Nasenschmuck soll von den bösen Geistern fernhalten. Die Frau soll gute Gerüche, die Braut vor allem auch, soll gute Gerüche ausstrahlen und deshalb wird die Nase geschmückt, die also die bösen Geister abhalten soll. Nasenringe fanden erst mit der Verbreitung des Islams im 15., 16. Jahrhundert Einzug in Indien. Ohrringe sind jedoch seit jeher ein wichtiges Erkennungsmerkmal in dem Land, dessen über 1,2 Milliarden Einwohner über 100 verschiedene Sprachen und unzählige Dialekte sprechen. Formen und Muster der Ohrringe folgen dabei ziemlich exakt den Grenzen der verschiedenen Regionen und Sprachen. Um gleich 4 dieser großformatigen Ohrringe tragen zu können, werden die Ohrläppchen der Frau von Kindheit an mit Pflöcken aus Metall oder Holz vorbereitet. Nach Gewicht sehen auch diese Fußringe aus. Bis zu 1,8 Kilo kann so ein Fußreifen schon mal wiegen. Die Bäuerinnen auf dem Feld tragen diesen Schmuck auch, um durch die klingenden Kügelchen darin böse Geister und böse Tiere zu verscheuchen. Noch heute ist es so, dass die Hälfte des Geldes, das ausgegeben wird für eine indische Hochzeit, in Gold, sei es Schmuck oder Goldmetall, angelegt wird. Und das ist das Kapital der Frau, das sie auch bei einer Trennung behält oder was sie auch als Witwe behält. Die Frauen tragen die sogenannten Bangles am Arm, das sind die zum Teil glasreifen, sehr farbenfroh. Und sobald ihr Mann verstirbt, zerbricht sie diese Bangles und trägt sie nicht mehr. Aber ihren Schmuck behält sie. Der ist ihr Kapital und das kann ihr niemand mehr wegnehmen. Im Goldschmiedehaus Hanau ist nur ein Teil der Sammlung von Waltraud Ganguly zu sehen. Die Schmuckexpertin, die auch 2 Bücher nur über indische Ohrringe verfasst hat, hat unzählige Schmuckstücke auf ihren vielen Reisen zusammengetragen. Um die 40.000 Kilometer hat sie dafür zurückgelegt. All diese Anstrengungen hat sie nach eigenen Aussagen unternommen, um für die nachfolgenden Generationen die Schönheit des handgefertigten, traditionellen indischen Schmucks zu bewahren.